der gar nicht das Bottleneck hat, dass er jetzt irgendwie systematisieren muss oder die Kundenbetreuung systematisieren muss. Einfach nur dabei ist. Im fünften Besuch kann ich nur sagen, es sieht aus wie immer. Und das ist aber immer wieder schön, hier zurückzukommen, weil es bedeutet, dass eine große Reise vor einem steht. Okay, und ist auch Konsistenz seitens Hilton dann? Auf jeden Fall, also naja, es ist halt typischer Hilton-Baustil, aber ich finde, hier weiß man, was man einfach hat. So, hier von mir jetzt auch noch die Grüße an den Blog rein. Wir sind jetzt schon am nächsten Morgen, gestern mit dem Zug hierher gefahren, ins Hilton, am Frankfurter Flughafen, nicht Hauptbahnhof. Jetzt ziehen wir uns gleich noch ein nices Frühstück und dann machen wir auch schon direkt rüber, ist ja sozusagen direkt nebenan, zum Flughafen, nachdem dann unser Flug in so circa zweieinhalb Stunden so gehen wird. Kurzes Fazit zum Stay in Hilton. Kann man nicht viel dazu sagen. Ich meine, es ist die beste Möglichkeit, um einen frühen Flug in Frankfurt zu bekommen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Nämlich weiter in den Norden, wo es noch kälter ist. Passend zum Abflug noch ein bisschen Snow hier in Germany. Ja. Ich denke, da, wo wir hinfliegen, gibt es ja wahrscheinlich eher weniger Schnee. Ne? Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir jetzt Schnee sehen in den nächsten Tagen. Also. Aber es ist eine gute Einstimmung. Sehr ahnbare View, würde ich meinen, für den Aufenthalt in der Business Lounge. Ja, das ist wirklich schön heute. Diese Schnee, sich kannst du das hier? Schön. Jetzt gibt es heute Morgen hier noch ein kleines Joghurt. Mhm. Und eine kleine Sünde hier noch. So eine Käse-Brezel. Ja, ich freue mich. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon drin hier auf unseren Plätzen. Wie ihr vorhin gesehen habt, es schneit ja richtig krass hier, deswegen haben wir jetzt auch nochmal eine leichte Verzögerung. Und so vermuten, also es wird vermutet, dass es eine halbe Stunde wird, weil das Flugzeug noch enteist werden muss. Das heißt, wir sitzen jetzt hier so ein bisschen auf heißen Kohlen rum, aber wir freuen uns natürlich. Wir sollten dann auch dann irgendwann, wenn es losgeht, dann auch nochmal unser drittes Frühstück des Tages serviert bekommen. Da wird halt auf jeden Fall die Abundance gelebt. Ja. Dem geht's auch gut. Effizienz. Wie ist da jetzt die Effizienz vorhanden, wenn so eine Enteisung stattfindet? Naja, es wird jetzt der Neujahrescall vorbereitet für morgen. Und da mache ich mir da gerade noch ein paar Gedanken, wie ich die Trainer und Coaches, die vorhaben, dieses Jahr richtig geil für sich zu machen, dann natürlich auch den richtigen Input bekommen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, unsere Flugzeit nach Oslo wird eine Stunde und 5. Angekommen in Norway. Wir sind jetzt angekommen in Oslo. Das gleicht eher einem Winterwunderland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sind jetzt in der SAS Lounge, essen hier unser gefühltes fünftes Essen für heute oder so. Und werden jetzt in so einer knappen halben Stunde weiterfliegen Richtung Bodø oder Bodø. Und da dann eben alle weiteren Vorbereitungen machen für die anstehende Mastermind, worauf wir alle sehr gespannt sind. Und natürlich den Neujahrscall nicht zu vergessen. Natürlich den Neujahrscall morgen am Samstag, dem 8. Januar. Gib mal ein Rating als experienceder Reisende, ein Rating zum Osloer Flughafen ab. Also der Flughafen ist wirklich erstmal super moderne. Film mal hier rein, das ist ja verziert ist und diese Farben, also ich muss wirklich sagen, das ist auf dem Level von Doha, von der Qualität und von der Renoviertheit und Neuheit her. Und sonst ist es halt einfach wunderschön zu sehen, wie hier einfach Schnee liegt überall. Also jedenfalls, ich finde diesen Flughafen wunderschön. Also wirklich wie Norwegen, wie man Norwegen sich vorstellt, einfach fortgeschritten. Wie man auch im Podcast zwischen Genie und Wahnsinn hören kann. Wie man auch im Podcast zwischen Genie und Wahnsinn in irgendeiner Folge hören kann. Ich weiß gar nicht genau, welche. Mit Karte bitte heißt sie? Ja, mit Karte bitte heißt die Folge. Weil da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass meine norwegische Erfahrung bisher immer zeigt, dass Norwegen echt fortgeschritten ist und echt clean ist. Das zeigt auch dieser Flughafen tatsächlich. So, wir sind jetzt im Flug nach Bodø oder wie man hier in Norwegen scheinbar sagt, Bodø. Wir haben einen entspannten Flieger jetzt mit SAS Airlines und da ist der Boy. Mr. Janice, kurzes Update. Wir stehen einfach immer noch am fucking Flughafen. Wir sitzen jetzt hier schon wieder
seit einer Viertelstunde oder so in dem Flugzeug. Es passiert aber nichts. Wir sind jetzt wieder im Enteisungsprozess. Wir sind jetzt final endlich am Fliegen nach so circa anderthalb Stunden Wartezeit. Also irgendwie so genau nochmal unsere Flugzeit jetzt. Sind wir jetzt endlich in der Luft, haben jetzt auch schon ein bisschen was gegessen. Der Boy da hinten auch. Gemütlich am Chillen und jetzt schauen wir, dass wir die Zeit noch rumbringen und dann halt wirklich schnellstens Energie tanken, in unser Hotel kommen und dann checken wir mal den Vibe dort aus. Wir sind jetzt da in Bodo, falls ich gerade ein bisschen am Zittern bin. Ich bin der Typ von Reisender, der ultra aufgeregt ist, bis er sein Gepäck hat und ich kriege sowas von immer harte Paranoia, dass irgendwas weg ist, irgendwas kaputt ist, ich irgendwas nie wiederkriege. Kollege hier findet das ganz witzig. Wir haben vorhin noch gesagt, dass wir jetzt auch mal in solchen Phasen filmen müssen, wo Max einfach nicht funktionsfähig ist, weil er nicht mal die simpelsten Sätze aufnehmen kann, bis sein Gepäck da ist. Das ist super witzig. So ist es. Ja, super, klasse. Ich warte und zittere. Wir haben unser Gepäck, alles ist gut gegangen und jetzt gehen wir das erste Mal raus bei... Ich denke mal, es hat jetzt gerade minus 7 Grad, es geht noch. Minus 7 Grad, super entspannt. Wir gehen die ganze Sache jetzt einfach mal an. Gucken, was das wird. Ich habe gar keinen Bock jetzt drauf. Ehrlich, null Bock. Oh nice. Oh nein. Ist das erfrischend? Ja, Jungs, das ist einfach, Jungs und Mädels, das ist absolut erfrischend. Ich muss sagen, jetzt fühlt es sich eigentlich gerade noch an, wie das einfach geht. So kalt in Deutschland. Ja, weil wir auch aufgewärmt sind. Ja, weil wir aufgewärmt sind. Ich glaube, gleich kein kickt Problem. Es halt ganz, ganz, ganz brutal rein. Ja. Oh, ich sehe mich schon im Wasser schwimmen. Ja, ich sehe mich auch total Eisbaden und so ein Shit. Und jetzt bitte einfach schleunigst ein Taxi ranholen. Wir sind jetzt outside unterwegs. Auf dem Weg was zu essen zum Burger-Restaurant. Wie schön hier alles weihnachtlich aus. Das ist, sieht ja schon alles ganz cool aus soweit. Es geht auch, wenn es windstill ist, geht die Kälte. Wenn es windstill ist, geht es wirklich. Aber wenn der Wind reinpfeift, dann fühlt es sich an wie minus 30 Grad. Das ist der Wahnsinn. Und absolut nichts für mich. Wird der Shake noch nachgelagert? Was haben wir hier? Wir haben jetzt. Noch ein bisschen aufzuklären für die Leute, die es halt actually interessiert. Wir haben jetzt hier noch einen Whale-Shake. Das ist der Grüße an den lieben Hui Dran, der uns diese überlassen hat for free, gell? 3-4 Packungen. Ja. Komplett volle Packungen. Hui ist nach Dubai gegangen und hat dann einfach nicht mehr genug Platz gehabt für diese Shakes, für diese Pulver hier. Naja, jedenfalls Whale ist Mahlzeiten-Ersatz-Shake, allerdings größtenteils mit ganz gesunden Fetten und Proteinen, recht wenig Carbs. Ich finde, es schmeckt ganz gut. Ist auch, glaube ich, komplett pflanzlich. Und ich würde es jetzt nicht kaufen. Ich würde einen normalen Proteinshake kaufen, aber dadurch, dass wir es einfach da haben. Es sind nur Klumpen. Ach, jetzt ist da nicht so ein Gitter drin? Mm-mm. Ja, das ist dann natürlich top. Das war ein Safe von 0 Gramm hier. Was drauf von dem haben? Ungarn. Warum Ungarn? Ich filme gerade. Ich bin beschäftigt. Ich kann es dir gerne in Glas hier einschicken. Nee, wirklich. Das passt so. Ich trinke es jetzt aber nicht leer. Was soll ich sagen? Ich bin jetzt rundum versorgt. Als man so braucht seine Bodybuilding-Karriere. Ja. Wovon man auch hier sehr viel sieht. Ich gehe aber wieder auf die Bühne. Und jetzt da ist der Max dran. Überlässt du mir das Zepter? Ich bin Max, 19 und bin jetzt ungefähr seit 5 Monaten mehr oder weniger im Training aktiv. Dabei viel Unterstützung gehabt durch Janis Neumann, den Mann hinter der Cam. Ansonsten kriege ich gesundheitlich auch immer sehr viel Input von Dr. Golo Röhrken. Auch Shoutouts gehen raus. Werden wir auch in naher Zukunft hier antreffen und check es aus. Also ich muss sagen, Konsistenz ist ein 9 von 10. Es ist halt wirklich, du hast halt nur so klumpige Flocken so in deinem Mund. Stabil. Das
geht jetzt einfach die nächsten 10 Tage so. Mit der Plörre. Aber irgendwie ist es auch geil, oder? Ja, also ich meine, es macht auch irgendwie einfach so diesen Fitness-Lifestyle, wenn man ihn so betiteln mag, irgendwie auch so aus, dass es einfach diese Phasen gibt, wo es wirklich so unverschämt einfach wird, dass man sich denkt, was tue ich hier eigentlich? Ja, die Sonne hat uns gerade wach geküsst. Das Erste, woran wir denken können, ist natürlich nur unsere Gains, die jetzt gesaved werden. Und darauf freuen wir uns bald, denke ich mal jetzt, oder? Absolut. You can try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped. So, wir sind ja außen unterwegs, es ist sehr kalt und es ist jetzt tatsächlich recht hell geworden. Sieht auf jeden Fall ultra nice aus hier mit den ganzen Bergen. Es ist fucking kalt, deswegen bin ich equipped wie so ein, keine Ahnung, was auch immer. Wir wollen jetzt, was machen wir nochmal? Tickets für die Fähre holen? Jetzt geht's zum Hafen, wir werden auschecken, wo wir morgen dann abfahren werden. Ich trage auch übrigens einfach die Maske draußen, damit mein Gesicht einfach mehr erwärmt wird. Der Boy ist da ein bisschen härter unterwegs als ich. Ja, das Aussehen vor Kälte. Top. Ja, der Herr. Wo geht's denn gleich rein? Was passiert denn gleich? Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, wenn man mal kurz einen Blick wirft. Wenn man sieht, draußen ist es komplett dunkel. Ja, es ist jetzt auch schon seit einer Stunde oder seit zwei Stunden schon knapp, glaube ich. Also wir sind jetzt gerade kurz vor dem Start des Neujahrescalls, bei dem ich jetzt gleich ein bisschen Input geben werde für das neue Jahr. Und ich hoffe mal, es sind einige dabei. Es gibt jetzt um die 60 Anmeldungen. Mal schauen, wer am Ende jetzt auch wirklich da ist und das Ganze ernst nimmt. Und da bereite ich mich jetzt gerade mental noch ein bisschen drauf vor und dann geht's gleich los. Wir werden hier gemeinsam eine Mastermind abhalten in den nächsten Tagen. Nicht ganz genau hier, ein bisschen woanders, aber da werden wir morgen weiterreisen und werden hier 5 Tage, 6 Tage intensiv mit einem engen Kundenkreis von mir zusammenarbeiten, um genau an diesen Themen zu arbeiten. Weil wenn eine Sache klar ist, dann, dass der Markt, in dem ihr euch bewegt, Gesundheit und Fitness, ein Markt ist, der niemals sterben wird, sondern eher sogar gerade einen Mangel hat an guten Angeboten, die Leute haben möchten. Und ihr dazu befähigt seid, diese Lücke zu schließen und endlich mal ein Angebot darzustellen, was die Leute haben wollen. All den anderen da draußen, die ihr Angebot einfach nur anbieten, weil sie denken, das müssen sie so tun, weil es ihnen so vorgegeben wurde, weil das die Strategie so verlangt, weil das der Coach so verlangt, weil das der Berater so verlangt, wo sie ihren Businessplan erstellt haben oder wo sie sich für ihr Business beraten lassen. Weil ihr habt den riesengroßen Vorteil, dass ihr auf einmal authentisch sein könnt, weil ihr zu dem steht, was ihr möchtet und dann halt einfach euch fragt, wie kann ich das, was ich möchte, das, was ich nicht mehr möchte, jetzt einfach authentisch auf Social Media teilen. Und wie kann ich das dann vielleicht, gepaart mit der richtigen Strategie, auf mich ausrichten, damit sich das, was ich dafür tun muss, geil anfühlt Tag für Tag. Läuft die Cam oder wie? Ein Feuerwerk. Ja, also es war an vielen Stellen, habe ich echt gedacht, ist das jetzt verständlich, was ich da erzähle, aber es sind immer folgende Szenen. Ich war in vielen Calls in der Vergangenheit, in denen ich immer kurzzeitig gehypt war und nach dieser Hype hat dann immer nachgelassen nach 3 Tagen. Also nach 3 Tagen war ich wieder in exakt derselben Situation wie davor und deswegen war es mir heute sehr wichtig, dass bei jedem einzelnen Teilnehmer heute von diesem Zoom-Call ein Samen so tief gesetzt wurde, dass es unmöglich ist, jetzt dieser Pflanze nicht beim Wachsen zuschauen zu können. Und dass es dann halt so intensiv wird, dass man daran was verändert. Weil das ist mein Anspruch an diese Calls, dass da Veränderung danach stattfindet. Und das hoffe ich. Davon bin ich überzeugt, dass es heute bei dem einen oder anderen geklappt hat. Jetzt gehen wir auf jeden Fall was essen. In unserem letzten Abend hier im Bodo, wo wir nochmal unten im Restaurant vom Hotel essen waren, ist tatsächlich was sehr, sehr Nices passiert. Und zwar kam Polarlichter, Nordlichter, wie auch immer man sie nennen mag, an den Himmel. Das nette Personal dort hat uns darauf hingewiesen. Dann sind wir natürlich direkt raus
Mit dem Auge konnte man es gar nicht so gut sehen, aber wir sind dann nochmal extra für eine Fotosession raus. Ich weiß noch nicht, ob sie was geworden sind. Wenn ja, dann werden sie jetzt sicherlich eingeblendet. Und wir haben dann auch erfahren, dass der Ort, wo wir demnächst sein werden, auch ein sehr, sehr guter Ort ist, um möglicherweise Nordlichter zu sehen. Deswegen wäre das natürlich auch nochmal eine geile Experience, wenn die dann noch stärker zu sehen sind. Kann man nur gespannt bleiben und dann geht am Morgen der richtige Spaß dann los. Zumindest schon mal für uns. Die Kunden kommen ja dann einen Tag später nach. Jetzt ist es soweit. Also war eine schöne Zeit hier. Wir haben es noch gut genutzt, um ein paar Dinge klar zu machen, klar Schiff zu machen, damit wir jetzt voll und ganz uns der Insel hingeben können, wo es jetzt hingeht. Und die Location werdet ihr jetzt wahrscheinlich in einem der nächsten Takes sehen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall los zur Fähre und dann geht's los zum neuen Spot. Ich freue mich da sehr drauf. Das ist gerade ein kleines Nature Paradise, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin auf so einer Arktis-Expedition und wir sind jetzt auf dem Weg zum nördlichsten Punkt und irgendwann treffen wir jetzt auf die Eisschollen und dann werden wir abgesetzt. So fühlt sich es gerade für mich an. Das, auch rundherum diese Farben von der Sonne ist einzigartig. Ich muss auch sagen, das ist hier der absolute Videographer und Photographer-Dream. Also hier sind alle Farben, hier ist gelber Himmel, glasklar blauer Himmel, lila Himmel, wirklich alles, das ist so geisteskrank. Ich denke mal, ihr werdet auch die ein oder andere Aufnahme und das ein oder andere Bild gesehen haben. Das ist wirklich, also wenn das so weitergeht für die nächsten Tage mit den Nordlichtern auch wie gestern, dann knallt es mich hier auf jeden Fall komplett raus. Es ist wirklich so hart, wenn man einfach kein Wort Norwegisch versteht, man nicht wirklich weiß, wie diese Haltestellen oder whatever dann auch heißen und wir gerade einfach nie wirklich richtig checken, wo der richtige Ausgang ist. Weil wir irgendwie schon das Gefühl hatten, dass wir jetzt hätten eigentlich rausgemusst, aber das hat irgendwie mit Google Maps überhaupt nicht mit übereinander gestimmt, mit dem, wo wir wirklich hin müssen. Wir hoffen, dass sich das jetzt einfach alles noch zum Guten wendet und wir dann auch wirklich da rauskommen, wo wir hin müssen. Aber das ist wirklich ein emotional Rollercoaster bis zum kompletten Ende.